Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Tutorial hier auf meinem Kanal. Heute schauen wir, wie man Optifine installiert. Und ich bin hier schon direkt in meinem Browser. Und heute hier oben müssen wir heute auf jeden Fall eingehen, Optifine, damit wir uns Optifine installieren können. Wir gehen auf die Seite, dann auf Downloads, weil da wird uns sofort die neueste Version für die 1.18.2 herausgesucht. Da können wir jetzt hier einfach auf Download klicken. Wir müssen jetzt ein bisschen warten und wir gehen jetzt hier oben auf Skip. Dann können wir hier auf Download klicken. Und ich sage euch, ihr braucht für dieses Tutorial braucht ihr sogar kein Java, weil in den meisten Tutorials wurde gesagt, dass man dafür Java braucht. Aber ich erkläre es heute mal, ohne dass ihr Java braucht. So, ihr geht hier einfach auf Ausschneiden. Dann habt ihr es, ihr könnt es schließen oder einfach so machen wie ich. Dann gebt ihr Windows-Taste und R. Und dann habt ihr hier dieses Menü. Könnt ihr Prozent, App, Data, Prozent. Und jetzt einfach auf OK. Jetzt kommt ihr direkt hier in App Data eingeleitet. Und dann könnt ihr hier auf Minecraft. Dann hier könnt ihr auf Mods. Und dann wird hier sofort eure Mods gezeigt. Ich habe hier schon Optifine installiert. Aber nur fürs Ding müsst ihr einfach entweder Steuerung V einfügen, ich ersetze es mal für euch, oder einfügen hier so drücken, aber ich habe das schon eingefügt, also passt es. So, danach müsst ihr eigentlich nichts mehr machen, außer könnt ihr euren Browser schließen und dann könnt ihr den Minecraft Launcher starten, weil ihr braucht Minecraft Launcher, um damit das zu starten, weil ihr habt es nämlich jetzt in euren Mods Ordner eingefügt und jetzt müsst ihr es halt einfach über den Mods Ordner, wo ihr es halt eingefügt habt, über Minecraft starten. Sobald euer Minecraft gestartet ist, braucht ihr eigentlich nur noch den Shader, weil wir möchten natürlich unseren Complementary Shader. Complementary, ich weiß nicht, wie es ausgesprochen wird. Könnt ihr hier euren Shader ändern? Ich habe den Shader drin. Aber ich möchte dann für euch nochmal erklären, wie ihr es dann nochmal ultra cool machen könnt, dass die Grafik richtig gut aussieht und ihr einfach immer noch stabil FPS habt. Wieder im Browser angekommen, müsst ihr hier oben angeben: Complementary Shaders 1.18. Mehr müsst ihr da nicht eingeben. Und ihr geht auf die zweite Seite, die vorgeschlagen wird. Da könnt ihr nämlich den Shader richtig gut downloaden. Und da habt ihr auch die neueste Edition, die draußen ist. Hier der V4 Shader. Da geht ihr oben auf Herunterladen. Hier habt ihr nochmal ein Video, was ihr euch anschauen könnt. Aber wir gehen hier auf Herunterladen. Jetzt muss ich 5 Sekunden warten, weil ihr nicht über die App es downloadet, aber wir downloaden es über den Browser, weil es für uns jetzt in dem Fall besser ist, weil falls ihr CurseForge App nicht habt, habt ihr oben den Shader. Ich ändere kurz den Namen. Ich gebe einfach nur Complementary Shaders ein, weil ich habe den Shader ja schon und ich möchte nicht, dass er rausgeworfen wird. Jetzt geht ihr wieder hier auf Windows-Taste und R, gibt wieder Prozent, Dauer Prozent, aber es wird euch natürlich vorgeschlagen, dann auf OK. Jetzt seid ihr wieder hier, dann geht ihr auf Minecraft, dann auf diesmal nicht auf Mods, sondern auf Shader Packs hier. Und dann habt ihr hier noch ein bisschen im Menü. Ich habe meinen Shader, den ich aktuell drin habe. Aber jetzt geht ihr auf Einfügen, dann habt ihr den Shader hier drin. Jetzt geht ihr wieder in Minecraft und geht auf Options, dann auf Video Settings, dann auf Shaders. Und dann wird hier der Shader schon vorgeschlagen, den ich jetzt da reingeladen habe. Bei euch ist dann 4.4, kommt darauf an, welche Version ihr habt. Wenn ihr das Video später anschaut, als ich es jetzt hochlade, ist wahrscheinlich schon eine andere Version draußen, aber geht ihr auf die Version, wie ich es gerade eingegeben habe. Dann ist jetzt hier geladen. Und jetzt geht ihr jetzt hier auf Shader Options. Und da habt hier nochmal richtig viel Zeug, wo ihr einstellen könnt. Da geht ihr jetzt hier auf Profil, macht ihr auf Extreme für die krasseste Grafik. Dann geht ihr hier auf World, dann auf Wolfing Stuff und macht alles an, damit sich auch alles bewegt. Dann könnt ihr das hier, wenn ihr wollt, runterstellen, aber ich habe es Standard. Dann könnt ihr dann hier noch Snow Mode anschalten. Wenn ihr Snow Mode habt, dann wird halt alles zu Schnee gemacht. Sieht halt ein bisschen besser für Dings. Ihr besser Sieht halt ein bisschen besser für Schnee aus, weil falls ihr jetzt im Winter spielt. Dann könnt ihr hier Animation Speed auf 0,75 machen. Dann passt es auch. Dann könnt ihr Shadows, wie das hier, wenn ihr wollt, auf Maximum stellen, aber es bringt euch nicht viel. Aber dann lassen wir es lieber. Dann passt ihr das hier bitte auf eure Render Distance an. Ich habe jetzt beispielsweise eine Render Distance von unter 10. Dann mache ich das erstmal so und dann geht ihr hier oben auf Extreme. Könnt ihr Shading Stärke machen, auch alles auf Maximum. Das hier könnt ihr auch auf Maximum machen.
dann passt es schon mal. Lass ihn mal da nicht auslassen. Dann Pixel Shadows macht ihr auf Maximum, also auf 128 mal 128, damit ihr die beste Shader Pixel Dinge Art wisst. Ja. Okay, dann könnt ihr hier nochmal das alles aktivieren, wenn ihr wollt. Wenn ihr halt jetzt nicht so einen guten PC habt, dann könnt ihr das hier, das in eure Partikels aufmachen, falls ihr keine Partikels haben wollt. Die verbrauchen nämlich sehr viel Ressourcen, also viel FPS. Und dann könnt ihr auf Materials, dann könnt ihr jetzt hier RP Support. Und dann macht ihr das hier auf das hier. Weil dann wird hier automatisch dann noch eine richtig coole Grafik reingeladen. Das wollen wir ja, das schließlich haben. Dann könnt ihr auf Reflection Settings und könnt ihr mal, wenn ihr wollt, alles auf anmachen, was eigentlich schon standardmäßig eigentlich sein müsste. Hier, das alles passt. Hier könnt ihr noch ein bisschen einstellen, aber es braucht ihr jetzt halt nicht. Dann geht ihr auf Lightning und stellt euer Minimum Light auf 24. Und dann könnt ihr das hier mal ausmachen. Also braucht ihr eigentlich nicht, aber habt ihr, könnt ihr hier anschalten und ausschalten. Ich möchte es natürlich nicht, ne? Dann könnt ihr das hier passt, dann könnt ihr auf Done. Dann könnt ihr, wenn ihr wollt, den Sky noch ein bisschen ändern. Was aber ich jetzt eigentlich nicht bräuchte, weil ich brauche es halt nicht. Und ich finde es auch voll unnötig. Und dann passt es eigentlich schon. Dann geht ihr hier auf Done, auf Done, auf Done. Dann könnt ihr jetzt in Singleplayer-Welt reingehen. Ich create hier schnell eine neue Welt. Einfach nur mal Test. Dann könnt ihr hier auf Creative, damit ihr euch das mal ansehen könnt. Das mache ich mal auf Peaceful. Da passt schon. Ich gehe jetzt auf Create New World. Und jetzt müsst ihr eigentlich in die Welt gleich geworfen werden. So, sobald euer PC die Welt fertig geladen hat. Und das haben wir hier schon da. Ihr könnt schon den Schatten sehen. Und das sieht schon mal so gut aus. Wir können jetzt mal hochfliegen. Und ich muss euch sagen, die Grafik. Jetzt bewegen sich auch noch die Blätter. Das ist auch ultra geil aussieht. Und das habt ihr eigentlich schon jetzt fertig. Hier ist die Sonnenstrahlung. Ihr habt um die 21 FPS. Ich habe normalerweise, wenn ich mit einem FPS klein spiele, natürlich mehr. Aber es reicht eigentlich. Ich schaue einfach nochmal nach einer FPS-Mod, wenn ihr mehr FPS haben wollt. Und hier kann man hier nochmal euch die Grafik anschauen. Es laggt jetzt natürlich ein bisschen, weil, ja, irgendwie ist es, wenn ich auf Server spiele, laggt es auch weniger. Ja, ich möchte auch gerne zoomen, ne? Aber egal. Aber Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein positives Feedback oder gönnt euch die Grafik. Benutzt am besten den Shader auch. Am besten, was mir auch an den Shader gefällt, bevor ich jetzt das Video beende, ist das Wasser. Gönnt euch mal das Wasser, wie gut es aussieht. Und unter Wasser sieht es auch richtig cool aus. Also würde ich den Shader empfehlen. Das war's jetzt mit dem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Positive Bewertung, den Kanal abonnieren und liken. Und am besten noch einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Und ciao.